Hallo miteinander. Ich werde heute über Web Layout sprechen, insbesondere über Flexbox und Grid. Das sind CSS-Techniken und ich möchte euch die Tools an die Hand geben, dass ihr moderne Web Layouts erstellen könnt. Ich bin der Robert, ich bin Webentwickler, wohne in Stuttgart, bin Organisator der Joomla User Group in Stuttgart und habe mich ein bisschen die letzte Zeit mit JavaScript begeistert und dadurch bin ich ein bisschen zu progressive Web-App gekommen. Das sind Themen, die ich gerade umsetze. Ohne Framework, viele setzen Frameworks wie Bootstrap, Foundation oder sonstiges noch in Joomla mit Helix, UI-Kit oder sonstiges um. Das verursacht längere Ladezeiten, insbesondere, sagen wir mal, bei Bootstrap, wenn man dann die entsprechenden Pakete nicht deaktiviert, haben wir gleich einige Kilobytes. Jedes Framework muss auch erlernt werden. Wenn man in die Tiefen von Bootstrap eintaucht, wird man dann auch wieder schnell darauf stoßen, dass auch CSS Grid verwendet wird und Flexbox. Bei der Anpassung ist es so, dass ich mit also Dinge, die was ich selber erstelle, meistens dann auch schneller bin, denn dadurch habe ich ja mir was Eigenes geschaffen. Und bei Frameworks ist es oft so, dass man viel CSS-Code auch überschreiben muss. Grid und Flexbox, da haben beide Techniken seine Vorzüge. Bei Flexbox ist es so, dass man manche mehr, manche weniger schon eine gewisse Übung haben. Mir fällt es ziemlich leicht mittlerweile. Flexbox hat eine relativ gute Flussmethode und daraus muss ich keine Floats mehr machen. Und beim Grid-Layout habe ich den Vorzug, dass ich die Layouts genauer realisieren kann. Und Flexbox könnte für Grid ein Fallback sein. Ich habe jetzt da mal ein Beispiel. Und das sind verschiedene Bilder, Spalten. Wie meint ihr, ist es realisiert technisch? Ist es Flexbox, Grid oder vielleicht was anderes? Also die Bilder sind auch unterschiedlich in der Höhe, auch in der Breite. Ich gebe euch mal die Lösung. Ich habe das nur in einem Column-Layout gemacht. Und hier sage ich Column Count 4. Und dadurch habe ich ein flexibles Layout. Also muss ich gar nicht groß über Grid nachdenken oder Flexbox. Oft ist die Technik einfacher, wie wir denken. Die Merkmale der Flexbox. Flexbox ist eindimensional, also ich kann nur in eine Richtung floaten, das heißt entweder in der Zeile oder in der Spalte. Und die Elemente werden, je nachdem, ob ich sie mit sage, sie dürfen umbrechen, dann kann ich mehrere Zeilen generieren oder auch spalten. Bei Grid ist es so, dass ich zweidimensional habe. Ich kann bestimmen, wie viele Spalten ich habe und auch wie viele
Zeilen ich generieren will. Auch Weißraum und auch Überlappungen. Ich muss keine Zeilen definieren, ich kann es. Bei Flexbox sieht die ganze Sache so aus, also ich habe ein Elternelement, das ist der Container, und Child-Elemente, und dem Container-Element sage ich, in welche Richtung ich ausrichten will, also entweder in Zeile oder Spalte, das heißt Flex Direction, in diesem Fall Column, und Row wäre Standard. Hier, ich muss auch definieren, wenn es responsive sein soll, dass die Zeilen umbrechen dürfen, in dem Fall Flex Wrap, und ich richte die Elemente aus, indem ich den freien Raum Space Between setze. Und die Justify Content bezieht sich immer auf die Flex Direction, also in diesem Fall auf die Spalte, und die Align Items wären Sender. Zusätzliche Definitionen der Child Elemente. Wer jetzt Flex, in dem Fall steht die 1 für ich darf wachsen und für Shrink wäre es eben nicht und in dem Fall minimalen Content. Also diese Spalte wird, oder das NT-Child 1 wird minimalen Content haben. Es gibt auch Max-Content oder Fit-Content. Und beim zweiten Element definiere ich noch zusätzlich das Item als letztes ausgerichtet wird, also nach unten. Das wäre jetzt auch ein typisches Beispiel für Flexbox. Ich könnte die Page-Navigation unten einfach ausrichten. In dem Fall wäre es Flex Direction Row. Und die Justify Content Space Between. Weiteres typisches Flexbox-Element, oder was man mit Flexbox ganz gut machen kann, sind jetzt diese drei Container. Der Vorteil darin besteht, dass die Container immer gleich groß sind, weil sie sich dem Content anpassen. Und hier reicht jetzt nicht nur einmal Display Flex anzuwenden, sondern beidseitig. Ich habe eben zwei Parent-Elemente, einmal für die erste Reihe und das zweite Mal für die einzelnen Spalten. Was auch ganz cool ist bei Flexbox, wenn ich einen Sticky Footer will, ist der relativ einfach zu machen und der Code ist auch lesbar. Da sehe ich dann irgendwann, okay, da habe ich meinen Sticky Footer versehen. Andere Techniken sind vielleicht nicht ganz so gut überschaubar. Später komme ich noch zu Display Grid, da kann man sowas auch generieren. Flexbox Debugging. Also manchmal ist es ein bisschen schwierig, dass man sieht, woran liegt denn das, dass das Item nicht größer wird, nicht kleiner wird. Und ich kann ja die Flexbasis mit der Breite, entweder mit Pixel oder wie wir es gesehen haben, mit Min-Content oder Max-Content versehen. Und wenn ich eben auf den Container Inspect Element gehe, und im Layout-Panel, wohlgemerkt nur im Firefox, dann ich kann einerseits das Flex-Debugging aktivieren, dann sehe ich die Linien und wenn ich dann eben den Browser bewege,
dann sehe ich auch, was passiert, wie wir es jetzt sehen, was das, wie der Browser das berechnet, das Basiselement mit den zusätzlichen Pixeln. Dann vorgestern habe ich noch einen ganz coolen Tweet von Firefox gesehen. Mittlerweile, das ist, glaube ich, Beta-Phase, wollen die unterstützen, wenn irgendwelche Elemente nicht angesprochen sind, dann sagt dir der Browser, okay, da ist etwas falsch und gibt dann auch Vorschläge. In dem Fall haben wir ein Flex Grow gesetzt, aber der Container hat gar kein Display Flex. Soweit zu Flexbox. Die Codebeispiele, ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Nun zum Grid. Hier selbes Verfahren, ich habe einen Elterncontainer. Den setze ich mit Template Columns und da definiere ich Spalte für Spalte, wie groß die sein soll und wie sich sie Platz beanspruchen soll, also ausbreiten darf. Also FR steht für Fragment und Auto für, es wird automatisch generiert, also wenn ich alles auf Auto setzen würde, würde der Container gleich große Spalten generieren. Fragment steht für Freiraum oder kann man so beschreiben. Und da könnte ich natürlich auch sagen, ich habe jetzt 4 Fragmente zu einem Fragment. Dann kann ich die Spalten, die Zeilen definieren, selbes Verfahren. Und hier ist es so, ich muss sie nicht definieren. Also da würde das Grid-System automatisch weiter die Spalten aufbauen. Ähnlich wie bei Flexbox kann ich Elemente dann auch ausrichten. Hier habe ich Space Between gewählt und Align Items hat selben Effekt und zusätzlich der Zwischenabstand. Das wäre eben Grid Gap. Brauche ich mit Grid Gap alleine könnte ich es definieren, kann aber auch unterscheiden zwischen Spalte und Zeile. Für die Child-Elemente definiere ich weiter, wo der Startpunkt sein soll im Grid-Raster und auch der Endzeitpunkt, wenn ich das will. Oder das Span steht für, wie weit sich das Raster ausweiten darf. Also die Schreibweisen sind hier jetzt verschieden. Einmal im zweiten Bereich habe ich die Langschreibweise verwendet und unten die Kurzschreibweise. Grid Template Areas. Das Verfahren ist etwas anders. Hier definiere ich meine einzelnen Bereiche, die ich dann auf Header oder Footer übertrage. Und da gehe ich einfach vor, indem ich die Benamung runterschreibe, wie viele Spalten das haben soll. Und kommen da relativ zu einem übersichtlichen Ergebnis. Es scheint etwas leichter zu implementieren sein anfangs. Hier wird aber, muss man dazu sagen, der Internet Explorer nicht unterstützt. Deswegen sollte man vielleicht noch ein bisschen davon absehen.
Zur Unterstützung komme ich später nochmal. Hier habe ich jetzt ein Beispiel, da habe ich sogar jetzt eine Überlappung mit eingebaut, deswegen, weil ich meine, wenn wir überlappen, manchmal überlappt man irgendwelche Dinge mit Opacity oder sonstigen und das ist ja nicht im normalen CSS nicht ganz so einfach. Man muss viel spielen. Und das kann man mit Grid relativ gut realisieren. Und die Flexibilität, wenn man jetzt sieht, das wäre dann Box 3. Die darf sich dann auch, die passt sich eben dann an im mittleren Bereich. Und man sieht schon, man kann relativ gut damit umgehen. Also da sagen wir, die Rows sollen min-max für 90 Pixel, also minimal 90 Pixel. Also die Zahlen und ansonsten Auto, das heißt, wenn da mehr Content reinkommt, passen sich die Boxen automatisch an. Das ist ja beim CMS-System weiß man nie, wie viel der Kunde Text einfügt, später einmal. Und bei den Columns haben wir hier dann eben zwei Fragmente. Dann habe ich noch ein anderes Beispiel. Das ist jetzt vielleicht mehr klassisch aufgebaut. Und Header könnte auch Slider sein. Und habe dann meinen Content-Bereich mit verschiedenen Modulen, Weißraum, dass das Auge vielleicht auch mal einen Fixierpunkt bekommt. Und das definiert man halt dann nicht wie mit Bootstrap oder sonstigen, mit seinem 12-Grid-Raster. Kann das relativ simpel umsetzen. Was gibt es dann noch? Ich könnte mit Repeat und Autofill oder Autofit einfach eine Zeile generieren. Was ist der Unterschied? Autofit füllt die Zeile komplett mit der Breite auf und Autofill nimmt dann nur das Notwendigste. Dann gibt es noch einen Explicit Grid, darunter versteht man, das Grid-System, das sichtbar ist. Das heißt, wenn ich Elemente aneinander positioniere, würden die Elemente im Grid-System erstmal platziert.
habe ich mehr Elemente, die dann nicht mehr den Platz finden dafür. Dann gehe ich weiter, werden die im Implicit Grid dargestellt. Das heißt, die haben keinen Style, die haben keine Grid-Rot zum Beispiel definiert. Und ich kann mit dem, in diesem Fall, in dem Explicit Grid eben ein Layout aufbauen, indem ich, wenn ich weiß, wie viele Elemente ich ungefähr habe oder wie viel ich habe, und die gehen dann nicht mehr über daraus hinaus. Hier sage ich Grid Row 1 slash minus 1. Minus 1 bedeutet, ich springe zu der letzten Zeile im Explicit Grid, also in dem Grid-System, wo noch alles definiert ist. Ich habe hier 5 Reihen, also Repeat, 5 Reihen, Min-Max 100 Auto. Das wären dann eben die 5 Reihen. Und sobald ich jetzt mehrere Elemente habe, also eins mehr könnte ich noch haben, wenn ich eins mehr habe, dann würde der ins Implicit Grid hinausspringen. Dann würde der Trick nicht mehr funktionieren. Subgrid. Das Grid-System ist soweit so gut, aber ich kann Grid auch ineinander verschachteln, so viel ich will, aber kein Grid weiß vom anderen irgendwelche Informationen. Das will man mit Subgrid lösen und ist teilweise schon gelöst bei manchen Browsern oder bei einem Browser. Das Ziel ist, wenn ich jetzt hier einen verschiedenen Header hätte, dann wäre mit Subgrid dieser gleich hoch. Im normalen Grid wäre das jetzt nicht möglich. Das ist die Lösung von Subgrid. Das Ganze sieht dann so aus. Ich würde eben ganz normal den Grid-Container definieren. In dem Fall habe ich jetzt nochmal was anderes angewandt. Ich habe dem die Linien Namen gegeben. Kann man vielleicht auch sprechend machen im Layout. Dann kennt man später, das zeige ich dann noch, sieht man besser, wo man steht. Und ich gebe dann dem Item, dem ich dem Subgrid zuordnen will, einfach Grid Template Columns Subgrid und definiere weiter mein Grid-System. So würde der Grid Sticky Footer aussehen. Man kann es machen so. Meine Empfehlung wäre es eher weniger. Kann jeder für sich entscheiden. Grund für nicht wäre einmal komplexer, umso mehr Grids ich im Template habe, verschiedene, umso schlechter sieht man auf dem ersten Blick, wo welches Grid vorhanden ist. Und der Support von Grid ist nicht immer gegeben. Debugging, hier sind wir wieder beim Firefox Developer Tools. Ich wähle das Elternelement aus und wähle eben mein Grid-System aus. Und hier sieht man ganz gut, wenn man über das Grid-System in den Developer Tools geht, sieht man auch, wo man sich gerade befindet, in welcher Zeile. Ich weiß nicht, ob man sieht, die Zeilennummern, die vergeben sind. Da kann man relativ dann gut herausfinden, welches Element ich wo platzieren will.
Fallback. Wie mache ich das Ganze? Ich kann das über Ad-Supports machen. Also da wird alles reinkommen, was eben das unterstützt. Und in dem anderen normalen CSS-Code würde das andere reinkommen. Was ganz gut ist, wäre DisplayTable. Da kann ich relativ gut auch Grid umsetzen oder Flexbox als Fallback. Ansonsten Floats. Ach so, wenn man mit Grid arbeitet, wäre es ganz gut, wenn man Browser-Prefixes generiert, indem man entweder einen SCSS-Compiler verwendet oder mit Webpack und Gulp und sich sowieso das ganze Template zusammenbaut oder den ganzen Code, dann würde ich das empfehlen, da Microsoft noch in den älteren Versionen Grid supportet, aber mit Prefixes. Und der Code lautet auch anders. Support allgemein Flexbox. Es spricht wirklich nichts mehr dagegen, das einzuwenden. Klasse Sache, alles grün. IE hat ein paar Schwächen. Bei Grid ist es jetzt mittlerweile auch ziemlich gut. Spricht vielleicht auf ältere Android-Versionen noch eine Rolle. Und bei Subgrid, da hat erst ein Browser das komplett implementiert. Bei Google ist es noch offen. Da steht es irgendwie auf der Feature-List oder viele User haben das gefordert, dass das in Firefox ganz gut ist, was jetzt Chromium daraus macht. Wahrscheinlich werden die nachziehen. Gibt es aber noch keine definitive Aussage. Noch ein ganz gutes Tool, wenn man gerade mit verschiedenen Breiten arbeitet oder Technik, also mit Breiten arbeitet, dann ist es so, dass man oft nicht weiß, ja, wie groß wird das Bild jetzt in der Höhe. Und da gibt es den kleinen Trick. Also ich habe jetzt den Padding-Bottom-Trick genommen und ich kann dann eben definieren, in dem Fall habe ich die Bildgröße genommen, man könnte auch sagen, ich würde nur ein gewisses Rahmenformat, also 16 zu 9 darstellen wollen. Dann würde ich es in Prozent angeben und da sage ich dem Elternelement eben Height 0 und gebe dem Padding Bottom mit, das ich aus dem Bildformat berechne. Da könnte jetzt auch Prozentzahl stehen. Wäre ganz gut, wenn man dann eben verschiedene Bilder hat. Und die könnte man auch mit Overflow dann noch abschneiden oder nicht darstellen. Dann hätte ich eine saubere Sache, wenn ich nicht weiß, wie breit der Container wird letztendlich. Dann ein paar Tipps für moderne Layouts. Also wir haben anfangs gesehen, man kann vielleicht manches relativ einfach mit Spaltenansicht lösen, könnte sein. Das richtige Tool kann einem viel Arbeit ersparen. Man muss nicht alles mit Grid machen. Flexbox ist vielleicht manchmal einfacher. Man kann auch automatisch Elemente fließen lassen, das heißt, ich muss nicht immer alles definieren, jedes einzelne Element. Nur das Element, das für mich wichtig ist, das muss da stehen. Alles andere könnte ich so definieren, dass es automatisch läuft und die Elemente würden sich danach ausrichten.
Man muss nicht immer nur Prozent verwenden, also responsive heißt nicht, dass alles prozentual dargestellt wird, sondern auch kann mit festen Werten arbeiten. Die Spaltenansicht, je nachdem, wie ihr eure Templates designt oder Designer vorab die Layouts generiert, man muss nicht immer 12-spaltig machen. Das haben die alten Grid-Systeme oder Bootstrap oder Foundation vorgegeben. Man hat es ja auch verändern können, aber das ist man so gewohnt. Bei Grid ist es können 4 Spalten sein, 6 Spalten sein und für jedes Tablet oder Mobile Phone variiert das. Hat natürlich, wenn man den Gedanken weiter ausspielt, hat es den Nachteil, dass man für jedes Template ein anderes Grid-System hat und man kann es nicht schlecht übertragen. Man kann die Einflussnahme auf die Zeilen machen und was halt auch gut ist, Überlappung und Weißraum ist relativ einfach definierbar. Was mir jetzt dazu noch einfällt, man könnte ja auch gewisse Elemente drehen, Grid-Elemente, weil es ja im Container ist und habt vielleicht dann andere Darstellungsweise wie ein normales Template. Bei Grid ist die Rachel Andrew ganz fit, die setzt sich auch relativ viel für Subgrid ein. Einfach auf CodePen die Beispiele ansehen. WestBoss hat einen Grid-Kurs, kostenlos, den hat Firefox subventioniert. Kann man sich anschauen, die Jen Simmons, die hat sehr viele gute YouTube-Videos und die üblichen Verdächtigen CSS-Tricks und Smashing-Magazin sind da auch relativ gut, also gerade Smashing Magazine Subgrid und CSS Tricks, da hat man eine übersichtliche Dokumentation von Flexbox und Grid. Ein ganz gutes Buch, finde ich, ist noch von Art Direction for the Web von Andy Clarke, das ist auf Englisch. Der hat da gute Beispiele gebracht. Und wer spielerischer lernen will, der muss einfach nur kurz googeln. Da gibt es Spiele. Habt ihr irgendwelche Fragen? Ja. Also, der Kollege fragt, ob es unsinnig ist, eine komplette Template-Struktur mit Flexbox aufzubauen und mit die Feinstruktur mit Grid. Also, ich würde es nicht so machen. Ich würde, wenn dann, die Template-Struktur mit Grid aufbauen und die Feinstruktur dann mit Flexbox. Man kann vielleicht, jetzt wenn zum Beispiel komplettes Layout Sticky Footer, könnte man das Restliche dann auch nur mit Grid aufbauen. Also man muss das halt immer im Gesamtkontext sehen, aber eher Grid und dann Flexbox. Weitere Fragen? Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuhören.